Ego-Ding. Hey Leute, und willkommen zu einem neuen Part meines Let's Plays von Fear. Ich werde auch ein kleiner Grafiktest wählen, denn ich habe nämlich vertikale Synchronisation angeschaltet und bekomme eigentlich 60 Bilder pro Sekunde. Und jetzt befinden wir uns wohl in der besten Szene vom ganzen Spiel. Tür auf! Oh Mann. Oh oh, da ist das kleine Mädchen. Du verdienst es auch zu sterben. Hiervon, ich mit meiner Schrotflinte kommen, dann siehst du aber alt aus, A devastating explosion in the harbor this evening may not have been an accident. We have learned that evidence of a fierce gun battle has been found. Wer hat denn auch für die Explosion ausgelöst, du Dödel? Sei still! Das ist keine richtige Nachrichtenüberlieferung. Das sind Spekulationen wie bei RTL. Aha. Es macht so Spaß, die Fensterscheibe kaputt zu machen, weil... Ich weiß nicht, das sieht einfach cool aus. Oh. Hier ist wohl ein Marmeladenglas runtergefallen. Bitte hilft uns, diesen Raum sauber zu halten. Ja, klar. Dass ich nicht lache. You have one new message. First message from Ian Hives. Hi, Bill. It's Ian Hives. Look, I just got your email. I wish I could give you some more background on this, but it's strictly need to know. Hell, I don't even know what all this is for. For now, look, focus on the specific contaminants in the tap. Wir gehen erstmal da runter, weil, ja, warum nicht? Also vertikale Synchronisation ist eine Einstellung für den Display, das Programm wartet auf die Fertigstellung eines Frames. So dass es, ihr könnt auch sicherlich so, wenn ihr auf einen nicht so guten Computer spielt, und mal die Maus hin und her bewegt, dann seht ihr, wie das Bild sich so ein bisschen zerreißt. Weil das ist so, dass die Grafikkarte gerade ein Bild macht, aber schon eigentlich der Prozessor berechnet schon ein neues. Oder im Spiel ist schon gerade eine andere Situation oder sieht anders aus. Oh. Vorsichtig, boah, ist das dunkel hier. Ja, da wurde wieder verflüssigt. Das hat so Alma an sich. Es haben so kleine Mädchen an sich. Wenn die zickig sind, dann töten sie mal ein paar Leute. Muss ich gut aufpassen, was meine kleine Schwester so vorhat, wenn sie sauer ist. Ja, Chlor. Also das ist die best inszenierte Szene im ganzen Spiel. Oh Kacke. Oh. Scheiß auf die Physik! Blut an der Decke! Oh Mann, da hinten brennt es. Oh wow! Es spritzt nicht mal, wenn ich hier auf die... Oh doch, es spritzt doch. Oh! Alter! Das ist heftig. Hallo? Wow. Was stöhnt hier so vor sich hin? Reaching Shotgun ready. Wow.
letzte Worte. Alma. If Vettel finds her. Origin. What are we talking about? There's probably one Origin. Alright, buddy, get moving. Vettel's gotta be close. Ja, wenn Vettel die Alma findet, dann nimmt er sie mit nach Hause. Oh Kacke, jetzt geht's ab hier. Warte, ich weiß, wo gleich Gegner kommen. Ich... Aua. Idiot, hört auf mich zu schießen. Ah, der hat den Arm verloren. Tja, Opfer. Wow, ist gut. Hat funktioniert. Mein Plan hat funktioniert. Einen hat zerrissen, den anderen hat getötet. Ich warte einfach, bis er vorbeikommt, dann brate ich ihm eine Schrotladung mit ihm ins Gesicht. Oder kommt. Zack! Hier! Ich hoffe, es schmeckt dir, du Bitch! Langsam, gehen wir mal taktisch an. Wo muss ich hin? Oha. Oh, da kommt jemand, da kommt jemand. Was? Wie konntest du mich sehen, du Scheißschießer? Boah! Den ist wieder zerrissen. Was mache ich denn jetzt? Wie stelle ich das jetzt an am besten? Ich mache jetzt mal Feuer und Flamme. Und dann fuck everything and run. Aua, Spinste! Oh, der Dampf. Jetzt hat er. Jetzt ist er schwer behindert. Also eigentlich so vertikale Synchronisation nicht zu empfehlen. Es verlangsamt ein bisschen den Computer, aber es stabilisiert die FPS. Also die Frames pro Sekunde. Hier, Granate! Hallöchen! Bleib doch hier und hau nicht ab, ey! Kämpf wie ein Mann! Wo bist du hin? Na egal. Hallo. Dann verschwende ich wenigstens keine Munition, wenn er abhaut. Huh. Diese Musik im Hintergrund ist richtig geil gemacht, ey. So ein großes Lob an den Komponisten, die Musikkomponisten dieses Spiels. Großes Lob. Getragen. Also als ich es zum ersten Mal gespielt habe, habe ich da andauernd versucht, hier irgendwie hochzukommen. Es geht aber nicht. Denn hier ist so ein verdammter Clip. Also diese Replikasoldaten sind wie Schüler aus einer aus einem Berufskolleg. Solange sie keine Aufgaben haben, machen sie nichts.
Tötet es, bevor es Eier legt. Naja. Der legt gerade Minen weg. Du hast was verloren. Kuckuck. Kuckuck. Oh, da ist ja nix. Okay, Boah, das geht eigentlich gar nicht. Es kann nicht, Lichtbögen können, gibt es zwar, aber doch nicht aus dieser, nicht bei solch einer Entfernung. Das ist alles isoliert, wie kann das denn sein, ey? Ich war ein Elektrotechnik, ich weiß, wie der Strom sich verhält. Also nicht jetzt wie ein Elektriker, aber ich habe Ahnung ein bisschen. Also ich habe Erfahrung. Na Ratte. Noch wieder, schon wieder eine. Zack. Hey, da bleib mal schön hier. Zeit ist davon. Ha. Von denen tauchen später noch, von dieser Sorte tauchen später noch mehr auf. Aber ich werde die alle umbringen. Ich laufe Amok. Hier, hast du was? Jetzt schnell da lang. Ah, da ist schon einer. Sind das alle? Das war nun Zweier Squad. Hier ist ein Alarm losgegangen. Wer hat den Alarm angemacht? Ich gehe lieber nicht rein, sonst sterbe ich noch. Aha. Zack. Und was gibt's? Alright, it's uploading. Okay, lass hören. Ich gehe mal hier lang. Vielleicht kann ich so ein paar Gegnern aus dem Weg gehen. Nicht aus, denn in diesem Spiel können die Gegner deine Lampe, den Lichtkegel von deiner Lampe sehen. Oh cool, ein ASP-Gewehr. Will ich wirklich das nehmen? Ja, her damit. Nur her damit. Nur keine falsche Scheu. Uhu, Sticky Bombs. Die ASP ist die stärkste Feuerwaffe im Spiel. Mit dem man braucht nur zwei Bursts zum einen. Um einen Replikasoldaten oder einen anderen Gegner auszuschalten. Bis auf die Heavy Replikasoldaten, weil die sind auch wirklich schwer und ihr fetter Körper. Von ihrem fetten Körper prallen die Kugeln einfach ab. Warte mal, hier ein paar Ostereier für euch. Nee, das Hauptteil ist ein Frisbee. Oh, hoffentlich. Boah, was springt so raus, ey? Was mit dir? Was geht mit dir ab? Nicht in jedem Spiel kann man sich um eine Ecke lehnen. Ich weiß, was ich sagen will, aber es liegt mir immer alles auf der Zunge. Und dann stottere ich. Der Trupp kommt von oben. Hallo. Der merkt es nicht. Was steht denn da auf mir? Boah.
gerade ein paar Sekunden Einsatzzeit, dann hat der Bruder von einer Sticky Bomb zerrissen. Das Spiel ist nicht so einfach. Also, wir attackieren diese Typen, die mir versuchen, gerade eine Falle aufzustellen, später im nächsten Part. Ciao.